Guten Morgen. Ich dachte, ich filme mein Wochenende so ein bisschen für euch mit und wollte es eigentlich so über den ganzen Mai machen, dass ich immer an den Wochenenden filme und euch zeige, was ich so mache. Ich fahre jetzt gleich los und treffe mich mit einer Freundin zum Frühstück. Kann euch ja gleich noch zeigen, was ich angezogen habe. Und ansonsten bimmelt da die ganze Zeit mein Telefon, weil ich den Rest des Tages gerade aktuell so ein bisschen plane. Mal gucken, was wir heute noch so machen, weil es wird richtig tolles Wetter. Deswegen will ich so wenig wie möglich hier in der Bude hocken. Und raus, 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 raus. Gestern Abend haben wir gegrillt. So richtig schön mit Elektrogrill und so. Aber es war super lecker und super schön. Genau. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, beeilen, weil ich bin ein bisschen spät dran. Noch ganz kurz dazu, was ich anhabe. Ich mag dieses Oberteil total. Hier mit den Schmetterlingen. Normale Leggings. Und Schuhe. Schuhe sollte man anziehen, wenn man rausgeht. So. Bin ich schick. Okay. Los geht's. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Guck mal, das schöne Wetter. Guck mal, wie toll das heute ist. Genau, so. Und der weitere Plan für jetzt, für heute, ist, dass ich jetzt eine kleine Radtour machen werde. Huhuhu. Das heißt, ich werde mich jetzt irgendwie in andere Klamotten schmeißen. Weiß auch gar nicht, was ich anziehen soll. Was ich gestern schon bemerkt habe und heute noch mehr, ist, dass mir jetzt langsam der Pollenflug zu schaffen macht. Dass ich so Kopfschmerzen kriege davon. Deswegen werde ich jetzt erstmal da so eine Tablette einwerfen. Es geht also wieder los mit der Heuschnupfenzeit. Ich freue mich nicht. Egal, nach der Radtour gibt es nämlich Rhabarberkuchen. Und den muss ich mir jetzt erstmal verdienen. Und dann sieht alles nach einem sehr, sehr ruhigen Abend auf der Couch mit Netflix aus. Was ich aber auch ganz gut finde. Und ich glaube, eine Stunde Yoga. Das schaffe ich nämlich aktuell im Alltag mit den Kindern gar nicht, Yoga. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz cool, heute Abend eine Stunde Yoga zu machen. Und ein neues Buch wollte ich auch noch anfangen. Schon wieder zu viel, was ich machen will und zu wenig Tage übrig. Nämlich schon Mittag jetzt. Ich werde mir jetzt aber erstmal eine Allergietablette einwerfen, dann werde ich mich umziehen und dann werde ich meinen Rucksack packen, weil idiotisch wie ich bin, ich muss auf einer Radtour drei Kameras mitnehmen. Logisch, was man halt so macht, wenn man so ein bisschen. Aber man weiß doch nie, wann es ein tolles Motiv gibt, was man fotografieren will, wann man eventuell diese Kamera nochmal in die Hand nehmen will und irgendwas erzählen will und wann man seine Handykamera braucht, um was für Instagram zu machen. Ne? So. Sportlich wie ich bin, sehe ich dann halt so aus. Und wir sind gefahren, ich glaube, 1,5 Stunden. Achtung, 10 Kilometer. Es hört sich so wenig an, 10 Kilometer, aber mir tut der Hintern weh. Es hat dann auch gereicht. Aber es war sehr, sehr schön. Waren die ganze Zeit in der Sonne und sind so eher ländlich gefahren, ne? Natur und so. War echt richtig, richtig schön. Und jetzt gibt es Rhabarberkuchen. Ohne schlechtes Gewissen, weil den habe ich mir jetzt auch verdient. Na, mein Wuschel? Hallo, mein Schatzi. Hallo. Na? Hi. Hundi-Bundi, hi. Bist du hingegangen? Hi, mein Baby. Hi. Du bist kein Baby mehr, du bist eine alte Frau jetzt, ne? Schreib doch mal in die Kommentare, wer Sami schon von Anfang an kennt. Weil jetzt ist sie schon eine alte Frau. Und alte Frauen bewegen sich ja auch nicht mehr, ne? Die hängen bloß noch im Schatten ab. Oder wo sie super gerne sitzt, ist da unten. Da unten drunter. Allerdings nicht, wenn die Kinder hüpfen. Dann haut sie ganz schnell wieder ab. Nimm mein Baby. Ja, desinteressiert. Alte, was willst du von mir? Geh weg. Mir tut so der Popo weh. Ich bin jetzt aber gleich zu Hause und werde mich jetzt noch ein bisschen meinen vierten Stock hochquälen. Und dann erstmal duschen. Armer, 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 armer Kuh. So, ich sitze jetzt frisch geduscht auf der Couch. Ich bin echt so am Ende. Und ich werde jetzt weiter Arrow schauen. Die Serie habe ich, ich glaube, vor 2 Tagen angefangen. Oder gestern? Ich glaube, gestern erst angefangen. Genau, ich habe die gestern erst angefangen. Die guckt aktuell ein Freund von mir. Da dachte ich, guckst du die mal mit? Und nebenbei werde ich mir so die aktuellen Werbeprospekte ansehen. Ich bin da so ein Junkie. Ich mache das echt jede Woche. Wer von euch macht es noch? Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist, glaube ich, 11. Ja, 5 Minuten nach 11. Guten Morgen am Sonntag. Ich glaube, ich bin vor einer Stunde oder so aufgestanden. Habe aber auch nur 5 Stunden geschlafen. Ich bin, glaube ich, irgendwie, ich glaube, kurz nach 5, 5:45 am Morgen ins Bett gegangen.
sieht man mir immerhin mittlerweile nicht mehr an. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber diese kurzen Nächte, die sind immer nicht so meins. Daran muss ich mich irgendwie noch gewöhnen. Was wahrscheinlich bedeutet, dass ich heute am Sonntag um 20 Uhr ins Bett gehen werde oder so. Keine Ahnung. Heute will ich mal wirklich den Chili-Milli-Modus durchziehen. ich fahre jetzt gleich zu meiner Oma. Da gibt es lecker Mittagessen. Ich nehme mir ein Buch mit und werde mich dann nach dem Mittagessen in die Sonne legen, Buch lesen, schlafen. vielleicht ein ganz klitzekleines bisschen arbeiten. Dann werde ich nochmal mir Rhabarberkuchen einverleiben. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, werde ich, glaube ich, echt mal ein bisschen was arbeiten müssen. Ich habe immer so eine Riesenliste an Dingen, die ich mir vornehme, die ich arbeitstechnisch an freien Wochenenden schaffen will. Und dann werde ich heute nochmal schön Yoga machen abends, vielleicht mal in die Badewanne gehen, Arrow weitergucken. Ich bin aktuell schon bei Folge 9, Staffel 1, Folge 9. Sehr, sehr gut. Gestern wurde mir auch noch die Serie Suits, also Anzüge auf Englisch, Suits, empfohlen. Die soll wohl ganz gut sein. Was haben wir gestern Abend für einen Film geguckt? Ohne Limit oder so. Der war auch gut. Den könnte ich euch auch empfehlen. Gibt es auch auf Netflix ohne Limit. Genau. Also ich will heute echt mal versuchen, meinen Vorsatz eigentlich von gestern schon einzuhalten, nämlich echt mal so ein bisschen Chili-Milli zu machen, mich ein bisschen auszuruhen. Mal gucken, wie das so wird. Am Ende kommt wieder irgendeine WhatsApp-Nachricht und ich bin wieder für Stunden weg. Naja, mal sehen. Aber ich habe ja dann die Kinder 3 Wochen am Stück und deswegen wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich heute noch ein bisschen Energie tanke, mich ein bisschen ausruhe, obwohl ich mich auf die 3 Wochen sehr, 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 sehr freue, auf die 2 Wochenenden, auf die Feiertage. Wir haben unglaublich viel vor, wir wollen richtig viel mit Freunden machen, wir haben so viele Pläne, was wir machen wollen. Ich hoffe, ich bekomme das alles unter einen Hut, weil man ist dann immer so, okay, so im Alltag hat man nicht so viel Zeit, da ist man dann so, okay, Himmelfahrt und Pfingsten und dann wollen wir dies, das und jenes machen mit dem und dem und dem und dem. Ich bin gespannt, aber ich werde ja diese Wochenenden auch für euch vloggen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Da seht ihr auch die Kinder mal wieder. Und jetzt werde ich mich erstmal anziehen, obwohl ich ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, in Jogginghose zu meiner Oma zu fahren. Aber ich glaube, dafür ist es sogar zu warm. Ich werde mir eher was anziehen, was ein bisschen Haut zeigt, damit ich ein bisschen braun werden kann. Ich bin auch gestern vom Fahrradfahren tatsächlich, hier sieht man es so ein bisschen, aber nicht sonnenbrandmäßig, hatte erst Angst, dass es sonnenbrand wird, aber nein, es ist schön braun geworden heute Morgen. Man sieht, bis wohin mein T-Shirt gestern ging. Das war nicht schlecht. Und übrigens habe ich gestern gesagt bekommen, dass man es mir mittlerweile ansieht, dass ich echt sichtlich abgenommen habe. Das freut mich sehr. Ich bin in 1,5 Wochen, glaube ich, wieder zum Wiegen. Nächste Woche bin ich wieder mal Blut abnehmen. Ja, gucken, wie es der Schilddrüse geht. Und die Woche drauf bin ich dann wiegen. Bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, was sich wieder getan hat. Aber jetzt quatsche ich schon wieder zu viel. Ich muss nämlich los, sonst komme ich zu spät zu meiner Omi. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Ich glaube, Kaninchen gibt es, glaube ich, heute. Genau, wir sehen uns dann nachher wieder. Wer sich übrigens fragt, ob ich Muskelkater habe, ja, den habe ich. Also ja, ich habe von gestern vom Fahrradfahren ein bisschen Muskelkater. Und ich glaube, das wird morgen noch ein bisschen schlimmer werden. Aber das ist okay, das ist okay. Ich habe gerade, würde sagen, so 1,5 Stunden in der Sonne gelegen. Und jetzt? Machst du auch, was ich will? Nö, ne? Und bin jetzt mit Sammy eine Runde spazieren. Und ich hoffe, ich kriege dann ein Eis. Ansonsten nehme ich auch ein Stück Rhabarberkuchen. Und dann werde ich mich wieder nach Hause verziehen. Und ich habe Bock auf so eine Runde Yoga. Ich habe so ein neues Yoga-Video auf YouTube entdeckt, was ich machen wollte. Zeige ich euch dann nachher. Aber da freue ich mich schon drauf, da habe ich so ein bisschen Bock drauf. Ansonsten, nebenbei mache ich gerade so ein bisschen meine Planung bis nächste Wochenende. Schreibe so mit ein paar Freunden hin und her, was wir machen wollen. Versuche das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, das Wetter spielt auch mit, dann wird es richtig, richtig toll. Übrigens kann ich euch noch erzählen, am 12. August ist in Dresden von der lieben Beata der Modern Femininity Workshop. Da geht es halt so um das Thema Weiblichkeit und damit beschäftige ich mich ja gerade sehr, sehr stark und da werde ich wohl hinfahren, wenn das so mit den Kindern klappt. Da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. Mit Beate habe ich auch schon mal ein Interview geführt.
Aber ich glaube, das war in meiner Facebook-Gruppe. Aber ich verlinke euch auf jeden Fall mal ihre Facebook-Seite und den Workshop, wenn es da eine Veranstaltung gibt, schon mal in der Infobox. Wenn euch sowas interessiert und falls ihr da Bock habt, mich zu treffen, könnt ihr mal gucken. Also sie ist auch in ganz, ganz vielen anderen Städten unterwegs. Und das ist sowas, womit sich meiner Meinung nach jede Frau beschäftigen sollte. Mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrem Zyklus. Wie kann ich mich selbst besser annehmen, besser lieben lernen, besser verstehen. Und da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. So, Freunde, ich denke, ich werde mir jetzt das restliche Make-up aus dem Gesicht nehmen, werde duschen gehen, werde dann noch schön eine Einheit Yoga machen und dann mal gucken, was der Abend noch so bringt. Wir haben noch eventuell ein bisschen was vor, ein bisschen überlegt, was wir noch schon machen wollen. Aber ich werde das Video dann jetzt hier beenden, damit ich das noch schneiden kann und euch gleich noch hochladen kann, dass ihr das jetzt heute am Sonntag noch seht. Und dann sehen wir uns irgendwie nächste Woche wieder. Auf jeden Fall werde ich das nächste Wochenende mit den Kindern dann filmen. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Und bis dann. Tschüss.